Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, wir wollen euch jetzt mal heute aus unseren Seminarfolien vortragen, wie sich Aerodynamik auf unsere Bauwerke auswirkt. Und da müsst ihr euch eines im Klaren sein, wer Aerodynamik nicht einhält, der wird ein Riesenproblem bekommen in dem, was wir letztendlich an Schäden an unseren Gebäuden bekommen. Wir müssen verhindern, dass wir Druckzonen bekommen. Und das heißt, wir müssen an unseren Gebäuden, so wie wir das früher auch gemacht haben, oder wie ihr jetzt hier auf den Folien seht, mit den Umgebindehäusern, wir müssen Windverwurbler bauen, wir müssen windberuhigte Zonen bauen, wo der Wind gar nicht eingreifen kann. Hi. Okay. Grüß Gott, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen. Wir sind heute mal wieder auf einer Freilichtveranstaltung. Wir wollen euch mal in der freien Natur aufzeigen, wie wir das Ganze mal mit dem Fenstereinbau bezüglich der Aerodynamik sehen können. Wir haben ja in Baufachform jetzt schon Aerodynamik sehr stark bearbeitet und wir wollen jetzt einmal sehen, wie sich das Ganze in der freien Natur aufhält. Und da müsst ihr euch eines im Klaren sein. In der freien Natur ist alles, was wir im Bauwesen machen, dadurch bedingt, dass wir uns an die Himmelsrichtungen richten müssen. Also wir müssen uns immer nach Norden, Süden, Westen und Osten richten. Das ist letztendlich immer die Grundlage des Bauens, dass wir uns immer nach Norden, Süden, Westen, Osten richten. Und was ihr jetzt seht, das ist bei uns Norden, also in der Gegenrichtung ist Süden, dann haben wir Westen und Osten. So, und das haben wir euch ja im letzten Video, haben wir euch das aufgezeigt, wie wir hier mit Norden, Süden, Westen, Osten verfahren und vor allem, was wir hier für Probleme haben, auch mit den Mikroorganismen, mit Feuchtigkeit, mit Sonneneinstrahlungen und mit allen Belastungen, die wir eigentlich irgendwo haben. Jetzt seht ihr hier mal die freie Natur und da seht ihr jetzt, wenn wir hier auf den Waldrücken hingucken und wenn ihr dort jetzt beispielsweise ein Haus stehen hätten mit diesem Wald im Hintergrund, dann wäre das so, dass dort der geringste Druck so entstehen würde, weil das Haus ja mit Windbelastungen letztendlich nie angegriffen worden wird. Wenn wir die Winde nicht beherrschen und vor allem die Drucksuckzonen nicht beherrschen, dann bekommen wir, so wie ihr es jetzt hier in den Folien sehen, produzieren wir auch im Innenbereich Pilz und Schimmel. Das können wir gar nicht verhindern. Und das ist das Problem an dieser Geschichte. Wir müssen letztendlich erreichen, dass wir gerade diese Windüberlagerungen nicht hinnehmen. Und aus den Folien seht ihr jetzt beispielsweise mal aus unseren Seminaren, wie das Ganze eigentlich gestaltet wird, wenn sich Winde überlagern und wie die Drucksuckzonen entstehen. Und da müsst ihr euch ja mal vorstellen, wenn wir ein Gebäude haben, wie der Buri Dubai zum Beispiel, wo wir das höchste Hochhaus haben, dann müssen ja die Winde, sind dort in der Wüste dann das größte Problem, das wir haben. Der Grundsatz der Aerodynamik ist letztendlich immer der, dass wir versuchen müssen, nie Windaufsummierungen zu haben. Also das heißt, dass sich Winde nie überlagern dürfen. Überlagern tun sie sich immer dann, wenn wir beispielsweise bei einem Dach
einen Dachvorsprung haben und der Wind teilt sich und der kommt wieder zusammen. Denkt an unsere Möwe. Dort, wo sich am Schnabel der Wind teilt, dort hat der Wind zwei Windrichtungen. Also einmal ein Unterwind unter den Bauch und einmal ein Oberwind über den Rücken. Und da ist die Natur so ausgelegt, dass dann praktisch die Zusammenkunft des Windes wieder am Schwanz kommen muss. Und wenn dort der Wind nicht digitalgetreu zusammenkommt, dann stimmt etwas nicht. Also müssen die Winde unterschiedlich laufen und unterschiedlich strömen. Und das heißt dann letztendlich, dass wir Unter- und Überdruckzonen bekommen. Und wenn sich diese Unter- und Überdruckzonen nochmals teilen, dann kriegen wir eine Aufsummierung zwischen Unter- und Überdruck, die wir dann nicht mehr kontrollieren können. Und das gibt dann die Bauschäden. Schauen wir jetzt mal ein bisschen hier nach unten, dann sehen wir, dass wir, wenn wir ins Tal kommen, im Tal unten Gebäude sehen. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel die Gebäude unten im Tal. Und diese Gebäude unten im Tal, die haben eine viel geringere Winddruckzonen, wie wenn wir mit dem Gebäude, das wir da oben am Hang sehen, das Ökonomiegebäude, das hat einen erheblichen Druckwindzug. Und das ist der Grundsatz dessen, was wir einhalten müssen. Wir müssen immer schauen, wo steht unser Gebäude. Und wenn ihr euch nicht mit Aerodynamik beschäftigen werdet an euren Gebäuden, dann werdet ihr sehen, dass ihr extreme Schäden produziert. Und diese Schäden letztendlich führen zu Kapitalschäden und die wir Sachverständige stetig bearbeiten müssen. Darum schaut ins Baulexikon rein, dort habt ihr alles über die Bauschäden über Aerodynamik. Und dafür wurde das Bauverform gegründet, um euch zu warnen. Einfach nur zu warnen vor Dinge, die ihr vielleicht als Handwerker nicht erkennen könnt. Und dazu gehören zum Beispiel Zulassungen, dazu gehören Prüfzeugnisse. Da werden die Fenster beispielsweise geprüft auf eine Schlagregendichtheit auf 600, 300, 900 Pascal, aber nur in einem Prüflabor. Das heißt, es wird dort in eine Prüfkammer, wird dort das Ganze auf Schlagregen geprüft. Das heißt auch nicht, dass dort ein Dauerregen drauf kommen kann, sondern es kann nur ein gewissen Grundsatz von Regen aufgesprüht werden, was die Norm aus der Prüfnorm zulässt. Und das müsst ihr verstehen. Eine Norm besagt nur das, was in einem Prüfbericht gefordert wird und gemacht wird. Und mir produziert das Fenster nicht und kann das Fenster auch nicht aushalten. Und darum habt ihr auf der Baustelle zu prüfen und zu schauen, wo ist Norden, Süden, Westen, Osten und wie wird das Fenster eigentlich beansprucht. Und diese normativen Grundsätze sind im Leitfaden vom Fenstereinbau beispielsweise oder in den DIN, in der 4108 beispielsweise und ist in der Aerodynamik mit drin und ist mit Drucksuchzonen mit drin. Also braucht nur in die VOB reinzuschauen, in die DIN-Normen reinzuschauen und dort ist alles drin. Dort sind sogar Wetterkarten drin. Dort sind Karten drin, wie viel Schlagregen sich in welcher Gegend aufhält. Und wenn ihr das nicht einhält, produziert, wie ihr das jetzt dann in dem Folgevideo seht und in dem Folgebericht seht, produziert ihr Schäden. Hier jetzt einfach noch ein paar Irrtümer, denn ihr auf den Leim geht. Beispielsweise hier eine Fahne. Eine Fahne, die wackelt nicht im Wind, weil hier der Wind diese bewegt. Nein, die Fahne bewegt sich nur mit dem anstreifenden Wind zwischen Unter- und Überdruck. Das ist auch beim Hai im Wasser beispielsweise nichts anderes. Der Hai ist ja letztendlich wie ein Flugzeug. Er bewegt sich mit den Formen seiner Flügel, seiner Flossen und kann somit auch im Wasser auf- und absteigen. Bei einem U-Boot wäre das anders. Da braucht man Wasser, um Belastungen zu machen. Das sind Lasttanks. Beispielsweise bei einem Flugzeug, und das habe ich euch ja in diesem Bericht, den ihr im Baulexikon erkennen könnt und dort auch nachlesen könnt, expliziert ausgeschrieben, alles, was ihr beachten müsst. Dort werdet ihr erkennen, dass bei meinem Flugzeug auch entscheidend ist, beziehungsweise bei unserer Baustelle auch entscheidend ist, was wir dort an den Flügeln und was wir an den Düsen beispielsweise und an so unserem Haus Gebäude für Druckzonen haben dürfen.
Das Kräfte müssen dich hinhauen. Und die nimmt ja alle so in den Arm, als würde sie ihren Liebhaber irgendwie das erste Mal wieder seit 2 Jahren vom. Ja, oder wie so eine Mutter. Ich finde es nicht so liebhabermäßig. Ah, ja, ja, stimmt, ja. Aber okay, Mutti, du bist ein Mann, ich bin eine Frau. Ja, ja, die hat mich schon anders. And said, I know you from next year. I'ma love you. What you want, banana, Mr. Cooper's to be out to reach out. What's your family occupation? I'ma love you. Where are you coming from? Children, good name. Das war schon so einer unserer letzten Songs. Das war der vorletzte.